leiten. Let me exhort you in our tithes and offering. Ich möchte euch in Zehnten und Opfer leiten. I just want to read Philippians chapter 4 verse 11 to 12. Und ich werde Philipper 4 Kapitel 4 Vers 11 bis 12. Says here, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Kapitel 4 von Vers 11. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. So, these verses are talking about contentment. Und dieses Vers redet über Mangel. So, contentment, you know, this word, people look for it in different places. Und Leute suchen daran in unterschiedlichen Orten und Plätzen. Some people think they are content when they have more clothes or they have a good career, they make lots of money or they are married. Yeah, they have a husband or wife or cars or house like that. Ja, manche Leute denken, die sind zufrieden, wenn sie eine Frau haben oder verheiratet sind oder Geld oder was zu anziehen haben. But truly, what can make us content? Also, was kann uns dann zufrieden machen? So, I've also asked that myself, what will make me content? Ich habe mich auch selber gefragt. Yeah, maybe, yes, if I get very successful in my career. Vielleicht wenn ich sehr erfolgreich bin in meiner Karriere. Maybe if I travel the whole world. Oder vielleicht wenn ich die ganze Welt reise. Maybe if I have a husband and kids. Und vielleicht wenn ich einen Mann und Kinder habe. I have my dream house. Und mein or dream car. Und mein Haus, mein Auto, was ich mir wünsche. But if I have all those things, will I be content by then? Aber wenn ich all diese Sachen habe, werde ich dann glücklich sein und zufrieden sein. As human beings, we always want more. Als Menschen möchten wir immer mehr haben. When you get something, you always want something different or you want something more. Wenn wir irgendwas bekommen, möchten wir entweder was anderes oder mehr. But what if contentment is actually found in the exact opposite of what we have been looking? Aber was ist, wenn wir dann unsere Zufriedenheit in was ganz anderes finden können, was ganz anderes? What if contentment is not found in getting more, but is actually found in giving more? Und was ist, wenn wir unsere Zufriedenheit nicht in was bekommen, aber was geben bekommen? Contentment leads to generosity. Und das führt zur Großzügigkeit. The less that we want something, the more we can give away. Wenn wir weniger möchten, dann können wir auch mehr geben. But the opposite is also true. Aber das Gegenteil ist auch, das stimmt auch. Generosity also leads to contentment. Großzügigkeit führt auch zu Zufriedenheit. So let me say that again. The first one, contentment leads to generosity. Also Zufriedenheit führt zur Großzügigkeit. And generosity leads to contentment. Und andersrum. So, when we are generous, we will be content. Wenn wir großzügig sind, dann haben wir auch genug. Because generous people find meaning and purpose outside of what they have. Denn großzügige Menschen finden eine Bedeutung und einen Sinn. Nicht da, wo die irgendwas suchen, aber ganz irgendwo anders. Generous people recognizes that what they have is not them, but from the Lord. Und großzügige Menschen, die realisieren, dass das, was die haben, nicht von denen kommt, aber sondern von Gott. And content people trust the Lord that he will always provide. Und zufriedene Menschen vertrauen immer an Gott, dass er immer versorgen wird. When we are content, we have less desire for more. Und wenn wir zufrieden sind, dann
Haben wir weniger Verlangen nach mehr? Because we will find joy in what we already have. Denn wir finden Freude in das, was wir schon haben. So, true contentment leads to more generosity, which leads to more contentment, which leads to more generosity, which leads to more contentment. So, yeah. Also es ist eine Kette. Wahre Zufriedenheit führt zu mehr Großzügigkeit und das führt dann auch zu Zufriedenheit und zu Großzügigkeit und weiter und weiter. So are you searching for contentment right now? Suchen wir jetzt nach dieser Zufriedenheit? If so, give something away. Und wenn, dann gibt was an, was zu den anderen. Open up the door for contentment and generosity in your life. Öffne eine Tür der Großzügigkeit in dein Leben. And this is the promise of God in Philippians 4:19. Und das ist auch Gottes Versprechen in Philipper 4, Vers 19. When we are content and generous, this is what God will do. Achso, wenn wir zufrieden sind, dann Gott wird dies tun. And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So God will meet all of our needs. Also Gott wird uns versorgen. So are we ready to give something today? Sind wir bereit, irgendwas zu Gott zu geben? So if you need envelopes, our ushers will be there to give you. Falls ihr Umschläge braucht, werden unsere Ordner euch geben. And let us pray as we give. Und lasst uns bitte zusammen beten. Father God, thank you for everything that you have given to us. Vater, wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast. Teach us to be content, Lord. Lehre uns zufrieden zu sein. For all of your blessings. Für all deinen Segen. And teach us to be generous. Und lehre uns großzügig zu sein. Teach us, Lord God, to give away what you are asking us to give. Lehre uns zu geben, was du von uns verlangst. And to give back what is due to you. Und das zurückgeben, was dir gehört. This is our act of worship. Das ist unsere Zeichen der Anbetung. And this is how we show that we love you. Und so zeigen wir auch, wie wir dich lieben. Thank you, Lord, that as we are content and generous, you will provide all of our needs. Und danke, Herr, dass du uns dass du all unsere Nöte besorgen wirst, denn wir sind großzügig. We praise you, Lord, in Jesus' name. Wir Amen. Danken dir in Jesu Namen. Amen. Oh, Lord, our God, there are the works of man. You are the Most High God. There is none like you, oh, Lord, our God. All other gods, they are the works of man. You are the Most High God. And there is none like you, oh, Lord, our God. All other gods, they are the works of man. You are the Most High God, and there is none like you. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most. The Most High God.